Hi, klasse. Ich habe vor anderthalb Monaten aufgehört mit dem Rauchen und danke. Und seitdem mache ich auch quasi nichts anderes, außer allen zu erzählen, dass ich aufgehört habe zu rauchen. Und deswegen habe ich jetzt einen Text geschrieben, wo es darum geht, dass ich aufgehört habe zu rauchen, damit so viele Menschen wie möglich mitbekommen, dass ich aufgehört habe zu rauchen und dass der soziale Druck steigt und ich dann wirklich nicht mehr anfange zu rauchen. Und der Text heißt, ich rauche nicht mehr. Viel Spaß. Stell dir vor, es ist ein wunderschöner Tag, die Sonne scheint, die Vögel zwitschern und es hat 30 Grad draußen. Du sitzt auf der Fensterbank, lässt die Beine baumeln, ein sanftes Lüftchen umspielt deine Knöcheln. Der Kaffee in deiner rechten Hand ist wohlig warm und die Zigarette in deiner linken schmeckt nach Freiheit. Oder stell dir vor, es ist ein wunderschöner Tag, die Sonne scheint, die Vögel zwitschern und es hat 28 Grad draußen. Du sitzt auf der Fensterbank, spannst deine Seele aus, ein freches Windchen umspielt deine Beinhaare, der Tee in deiner Hand ist wohlig warm und du rauchst nicht mehr und willst alle töten. Alle, deine Mutter, dein Vater, dein Bruder, Oma, Opa, Tante, Onkel, dich selbst und Robbenbabys töten. Ich rauche nicht mehr und ich hasse es nicht mehr zu rauchen. Rauchen ist das Schönste auf der Welt. Ich liebe alles am Rauchen. Das Stinken, das Husten, die vergilbten Zähne, das Herzrasen, die wackelnden Beine, die kleinen grauen Bröckchen, die einen daran erinnern, dass man sterblich ist und nicht Gott. Woran soll ich jetzt noch merken, dass ich nicht Gott bin? Aber ich rauche nicht mehr. Ich bin stolz darauf, nicht mehr zu rauchen. Ich bin ein besserer Mensch. Ich habe plötzlich wieder Kondition. Geschmacksnerven, frischen Atem, kein Sozialleben mehr, da alle meine Freunde rauchen und deren Freunde auch und auf allen Partys geraucht wird und jetzt immer allein im Wohnzimmer sitzen bleibe und Beefy esse und die Beefy schmeckt nicht mehr, denn ich habe plötzlich Geschmacksnerven und dann auch keinen frischen Atem mehr, weil ich nach Beefy rieche und dann werde ich aggressiv, möchte alle töten. Nee, ich übertreibe, so schlimm ist es nicht. Abgesehen davon, dass ich meinen Laptop zerstört habe und meine Freundin, ist alles gut. Das passiert auch bei FIFA. Ich rauche nicht mehr, das ist klasse. Ich auch gerade habe mit ganz vielen anderen darüber geredet, wie sie gemerkt haben, dass sie aufhören wollen. Ja, zum Beispiel Philipp, 23. Ja, und dann war ich voll besoffen und es war Karneval und ich stand so vor einer Bühne und da trat gerade Mickey Krause auf und ich habe mir so eine Marlboro Gold angemacht und gemerkt, nee, das bin ich nicht. Ich bin kein Raucher. So. War ich erstaunt, weil also ich hätte vor der Bühne gestanden, wäre mit der Zigarette weggegangen und hätte gemerkt, nee, das bin ich nicht, Mickey Krause. Ja? Ich liebe Rauchen, aber ich rauche nicht mehr, aber Rauchen ist halt geil. Ja? Rauchen ist rebellisch, verwegen, cool. Helmut Schmidt, cool. Kurt Cobain, rebellisch und cool. Mick Jagger, verwegen, cool, rebellisch. Ingeborg Bachmann, verwegen, cool, rebellisch, ein bisschen dumm. Ja? Aber so jetzt anders, berühmte Nichtraucher, Philipp Lahm, klein. Ich liebe Rauchen, aber ich rauche nicht mehr, weil ich bin kein Raucher und ich bin nicht cool und auch nicht rebellisch und nicht verwegen, seitdem ich nicht mehr rauche. Als ich noch geraucht habe, war das ganz anders. Als meine Eltern mich erwischt haben im Rauchen mit 14, habe ich denen nur so ins Gesicht geraucht. Ja. Rebellisch, verwegen, cool und ein bisschen dumm, da Hausarrest. Aber sonst verbinde ich nur Positives mit Rauchen, Freiheit. Als ich von zu Hause ausgezogen bin, habe ich die ersten 2 Wochen nur Sachen gemacht, die ich bei meinen Eltern nicht durfte. Vegetarisch gelebt und geraucht. Jeder Tag voller Stress und Kämpfe um Anerkennung und künstlerischen Krisen löste sich schlussendlich irgendwann immer ein Rauch auf. Auf der Fensterbank, in der Kneipe, auf Partys. Jedes gebrochene Herz wurde mit dem Teer jeder Zigarette, die ich auf dem Boden liegend mit meiner Mitbewohnerin geraucht habe, wieder zusammengeklebt. Rauchen ist wie diese eine Freundin, mit der du nur zusammengekommen bist, weil alle eine Freundin hatten. Aber über die Jahre hast du dich voll in sie verliebt, obwohl sie immer nach Eckkneipe stinkt. Doch irgendwas hat sie. Irgendwas, was die anderen nicht haben. Und sie macht dich atemlos und sie nimmt und nimmt und gibt dir eigentlich gar nichts. Und plötzlich haben alle anderen richtig coole Freundinnen, ja? Und du hängst immer noch mit der kaputten Ollen rum und sie zerstört sie. Am Schluss bist du tot. Entschuldigung, das war ein bisschen emotional. Ist noch nicht so lange her. Und dann ist mir aufgefallen, dass Rauchen nicht Freiheit ist. Rauchen ist das Spießigste der Welt. Es bestimmt dein Tagesablauf, deine Lebensweisen, dein Sozialleben. Rauchen ist wirklich wie eine nervige Freundin, die alles kontrollieren möchte. Die dir sagt, wann ein Tag beginnt, nach der Zigarette, mein Freund. Wann du weiterarbeitest, nach der Zigarette, mein Freund. Wann du ins Bett gehst, nach der Zigarette, mein Freund. Und nun, stell dir vor, es ist ein wunderschöner Tag. Die Sonne scheint, die Vögel zwitschern. Und es hat
27 Grad draußen, du sitzt auf der Fensterbank, spannst deine Seele aus, ein freches Windchen umspielt deine Beinhaare, der Tee in deiner Hand ist wohlig warm und du rauchst nicht mehr und du willst niemanden mehr töten. Es fühlt sich vielleicht ein bisschen dumm an, aber es ist Freiheit. Dankeschön. Johannes Berger!